Diese Körpercreme mit nur ein paar Zutaten ist im Handumdrehen selbst gemacht und macht die Haut wunderbar weich. Um 100 Gramm der Body Butter herzustellen, brauchen wir 45 Gramm Shea Butter, 10 Gramm Kakaobutter, 44 Gramm von einem Pflanzenöl, am besten in Bioqualität, Vitamin E, und ätherische Öle. Ich nehme Lavendel und Rosengeranie. Als Öl kann man verschiedene Öle verwenden, zum Beispiel Olivenöl oder Mandelöl. Ich nehme Jojobaöl. Jojobaöl ist streng genommen gar kein Öl, sondern ein flüssiges Wachs und ist in seinem Aufbau dem hauteigenen Sebum sehr ähnlich, wodurch es noch verträglicher für die Haut wird. Es wirkt auch pflegend und feuchtigkeitsspendend. Mein zweites Öl ist ein Aprikosenkernöl, sehr gut für empfindliche Haut. Und dann gebe ich noch ein paar Tropfen eines Gänseblümchenölauszugs dazu, den ich selbst gemacht habe. Das Gänseblümchen ist auch eine ganz tolle Pflanze für die Haut. Als nächstes schmelzen wir Shea Butter und Kakaobutter ganz vorsichtig im Wasserbad auf niedriger Hitze. Dann das Ganze vom Herd nehmen und weiterrühren, bis die Masse etwas auskühlt. Dann kommt das Öl dazu und wird gut eingerührt. Immer weiter rühren, bis das Ganze weiter auskühlt, zumindest auf Handtemperatur. Wenn es mit dem Abkühlen etwas schneller gehen soll, kann man die Schale mit dem Öl zum Rühren auch in eine Schale kaltes Wasser stellen. Da das Vitamin E-Öl hitzeempfindlich ist, wird es erst jetzt dazu gerührt. Ich nehme dafür eine Waage, weil ich genau 1 Gramm abmesse. Man kann aber auch einfach einen guten Klacks vom Öl hineingeben. Dann wird alles wieder gut verrührt und so lange weitergerührt, bis die Masse kalt wird, vielleicht sogar schon ein bisschen fest und leicht milchig. Dann wird die Schale gut abgedeckt und wir stellen sie in den Kühlschrank, damit alles etwas fester werden kann. Es sollte aber nicht zu fest werden, gerade so, dass man die Masse mit dem Mixer noch gut aufschlagen kann. Ich würde sagen, so circa 10 bis 30 Minuten im Kühlschrank reichen. Zwischendrin einfach immer wieder reinschauen, ob die Masse schon fest genug ist. Mir waren es 30 Minuten und man sieht, dass die Masse gerade noch weich genug ist. Das Ganze wird dann mit dem Handmixer gut gerührt. Dann kommen die ätherischen Öle dazu. Ich nehme dafür, wie gesagt, Rosengeranie und Lavendel, weil es eine schöne Mischung ergibt. Wenn man es genau auf 100 Gramm abwiegen möchte, dann sind es ca. 1 Gramm. Oder man kann es einfach nach Geschmack machen, wie viel Duft man haben möchte. Aber über 1 Gramm sollte man nicht verwenden. Dann wird alles wieder gut verrührt. Wenn man findet, die Masse ist noch immer etwas zu fest, das kann aufgrund der Kakaobutter leicht passieren, dann gibt man einfach noch ein bisschen Öl dazu und dann mixt man einfach weiter, bis man die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Man sollte allerdings beachten, dass die Kakaobutter noch etwas nachhärtet, dafür braucht sie ca. einen Tag. Auch im festeren Zustand schmilzt die Body Butter sehr schnell auf der Haut, allerdings wenn man eine weichere haben möchte, sollte man das Ganze einen Tag stehen lassen und am nächsten Tag noch einmal mit etwas Öl aufschlagen. Ansonsten ist unsere Body Butter fertig und wir können sie abfüllen.
dann noch beschriften und fertig. Meine Creme ist ein Geburtstagsgeschenk, daher möchte ich ein ganz besonders schönes Etikett dafür finden. Und da ich keines mit Lavendel und Rose gefunden habe und das Etikettenmalen für mich der halbe Spaß an dem Ganzen ist, mache ich jetzt noch schnell ein neues. Auf der Rückseite des Etiketts liste ich noch einmal alle Zutaten auf. Das mache ich immer absteigend von groß nach klein der Menge nach. Und fertig ist unsere Körpercreme. Am besten man trägt sie direkt nach dem Baden oder Duschen auf die noch nasse Haut auf. Die Haut wird wunderbar weich und zart werden.